Meine Damen und Herren, als Nächster hat sich Herr Vohl von der AfD zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Steuerbetrug ist strafbar, klar. Steuerbetrug muss verfolgt werden, auch klar. Da sind wir uns alle einig. Aber Sie haben über Ihren Antrag geschrieben, Steuergerechtigkeit für Hessen. Reden wir über Steuergerechtigkeit. Denn unser Land hat ein massives Gerechtigkeitsproblem. Unser Land ist ein Musterstaat im Abkassieren bei den Bürgern und vor allem bei den mittelständischen Betrieben. Maß und Mitte, wie sie einst Ludwig Erhard einforderte, sind in der Fiskalpolitik völlig verloren gegangen. Nehmen wir die Verwendung der Steuergelder auch in Hessen einmal genauer unter die Lupe. Und es zeigt sich, die durch die staatliche Umverteilung verursachten Eingriffe in Privateigentum sind längst nicht mehr maßvoll und gerechtfertigt. Trotz hoher staatlicher Überschüsse liegt die Gesamtbelastung des normalen Bürgers inzwischen bei nahezu 50%. Rechnen Sie indirekte und direkte Steuern noch hinzu, liegen Sie fast zwischen 75% und 80%. Das ist an Dreistigkeit nicht mehr zu überbieten, wenn noch nach mehr Umverteilung gerufen wird. Der Steuerzahler muss sich ja hier schon geprellt vorkommen. Bemerkenswerterweise hat die Steuerlast unter der CDU-Kanzlerin Merkel einen neuen Höchststand erreicht. 2016 haben sämtliche Steuereinnahmen in Deutschland 23% der Wirtschaftsleistung ausgemacht. Die schwarz-grüne Landesregierung Hessens ist bestrebt, in einer selbst deklarierten Vorreiterrolle den Steuerwettbewerb einzudämmen sowie Steueroptimierung zu bekämpfen. Der damit bei den Bürgern vermittelte Eindruck ist jener. Die Bemühungen sind grundsätzlich moralisch gut und gerecht. Bei näherer Betrachtung gibt es jedoch keine ökonomischen oder ethischen Rechtfertigungen für diese Ausbeutung der Landesregierung gegenüber ihren Bürgern. Im Gegenteil, sowohl Gerechtigkeit als auch Wohlstand werden signifikant durch Steuerwettbewerb und finanzielle Privatsphäre begünstigt. Länder, die die größte steuerliche Attraktivität aufweisen, sind meistens kleine, offene Volkswirtschaften und zeichnen sich durch überdurchschnittlich hohe Lebensqualität aus. Umgekehrt schneiden die großen OECD-Staaten und vor allem die G20-Staaten besonders schlecht ab. Es ist aus Sicht meiner Fraktion stärker in den Blick zu nehmen, dass Steuergerechtigkeit eben auch Besteuerungsgerechtigkeit zur Voraussetzung hat. Gerade der Wirtschaftsstandort Hessen sollte hierbei gestärkt werden und durch einen Abbau fiskalischer Gängelei und nicht etwa eine Zunahme von Bürokratie und Generalverdächtigungen gegen Bürger und Unternehmer dieses Landes. Das bundesdeutsche Steuersystem ist außer Rand und Band. Die Einnahmen der staatlichen Raubritter stiegen im vergangenen Jahrzehnt um 43%. Obwohl die Wirtschaftsleistung nur deutlich geringer zunahm. Das liegt daran, dass immer mehr Haushalte echte Aufsteiger sind, leider zu ihren eigenen Lasten. Ein Alleinstehender mit einem Einkommen von etwas mehr als 50.000 € muss dem Finanzamt von jedem zusätzlichen Euro 42% überlassen. Der 1,5-fache Durchschnittslohn bedeutet heute was? Höchststeuersatz. Vor einem Jahrzehnt musste dafür wenigstens das Doppelte des Durchschnittsverdienstes auf dem Gehaltszettel stehen. Ja? Nimmt man die steigenden Sozialabgaben hinzu, dann greift der Staat die Hälfte des erarbeiteten Lohns komplett ab. Halten wir also fest, was unser Gemeinwesen wirklich gefährdet, sind nicht angeblich aggressive Steuervermeidungsstrategien, wie sie CDU und GRÜNE in ihrem Antrag ausführen, vielmehr der sich wie Mehltau
über die Wirtschaft und Zivilgesellschaft legende aggressive Fiskalkleptokratismus, schönes neues Wort, schwarz-grüner Staatswissenschaftler, die die höchste Belastung für den produktiven hessischen Mittelstand noch mit einem engmaschigen Netz an Kontrolle und Bespitzelung auf die Spitze treiben wollen. Sie werden noch so lange an der Steuerschraube drehen, bis das Gewinde bricht. Vorrang sollte endlich wieder die Senkung der Steuersätze sowie der Abbau unnötiger Steuerarten genießen. Ich will das beliebt. Ich will das beliebte Beispiel für die kaiserliche Flotte einst eingeführten Sektsteuer gar nicht weiter strapazieren. Sie wissen, was ich in dem Fall meine. Wie wäre es mit einer mutigen Politik, die demjenigen, der etwas erwirtschaftet, die Früchte seiner Arbeit zu großen Teilen lässt, wo derart Schindluder getrieben wird mit der Steuergerechtigkeit wie in Deutschland, da droht am Ende nicht nur die soziale Marktwirtschaft auf der Strecke zu bleiben, sondern auch der Wohlstand seiner Bürger und die Sicherheit des sozialen Netzes. Gerechter wäre es, durch weniger Steuern und Abgaben die Vermögensbildung von Arbeitnehmern zu fördern. Aber an den staatlichen Umverteilungswahn wagt sich niemand heran. Eine gewaltige Sozialindustrie sägt nicht an dem Ast, auf dem sie sich gemütlich gepolstert breit gemacht hat. Und zu viele Politiker verteilen gerne Wohltaten von vermeintlich eigenen Gnaden auf Kosten derselben Bürger, denen sie die Gnadenmittel vorher abgeknöpft haben. Der Hochsteuerstaat Deutschland funktioniert nach genau diesem Bild. Wir holen den Leuten das Schwein vom Hof, geben ihnen ein Kotelett zurück und sagen, nun seid aber einmal schön dankbar. Die Ungerechtigkeit unserer seit Jahrzehnten aus dem Ruder gelaufenen Steuerpolitik einmal anzugehen, das wäre wirklich ein echtes Thema für einen Gerechtigkeitskampf, den ich mir von der Landesregierung wünschte und bei dem Sie auf unsere Unterstützung zählen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Meine Damen und Herren, das war die erste Rede des Abgeordneten Vohl. Als nächstes hat sich Herr Schalauske von den Linken gemeldet. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wenn ich das eben Gehörte noch einmal rekapituliere, dann kann ich nur feststellen, dass das neoliberale Steuerprogramm der Rechtsaußenfraktion nichts anderes ist als eine Gefahr für alle Bürgerinnen und Bürger in Hessen, die auf einen ausgebauten Sozialstaat angewiesen sind. Sie behaupten, die einfachen Bürgerinnen und Bürger zu vertreten, und dabei fahren Sie nicht weniger als einen fundamentalen Angriff auf die Funktionsfähigkeit unseres Gemeinwesens, auf ausgebaute Schulen, Krankenhäuser und eine öffentliche Infrastruktur. Zum Thema Steuergerechtigkeit wollen Sie nur die Reichen und Vermögenden in unserem Land weiter entlasten und werden damit die Bürgerinnen und Bürger in der breiten Masse stärker belasten. Aber gut, kommen wir zu dem steuerpolitischen Antrag, den hier die Regierungsfraktionen vorgelegt haben. Wenn wir noch einmal überlegen, erst vor wenigen Wochen und Monaten, da machten ja die sogenannten Cum-Ex- und Cum-Cum-Geschäfte. Wobei, was ist das eigentlich für ein Begriff? Ist das nicht ein Euphemismus, wenn wir da schon von Geschäften sprechen? Ist das nicht vielmehr brutalste Abzocke? Machte diese Abzocke erneut große Schlagzeilen. In Europa sind bis zu 55 Milliarden € ergaunert worden, womöglich auch, weil die deutsche Bundesregierung zu spät warnte. Deutschland allein hat einen Schaden von bis zu 32 Milliarden €, ist ein Schaden von bis zu 32 Milliarden € entstanden. Ich frage Sie, wie viele Schulen, wie viele Krankenhäuser hätten wir mit diesem Geld sanieren können? Folgerichtig nennt der Finanzwissenschaftler Christoph Sprengel
diese Abzocke durch Cum-Ex und durch Cum-Cum-Geschäfte den größten Steuerraub der Geschichte. Und um ihn zu zitieren, der Staat wurde ausgenommen wie eine Weihnachtsgans. Und diese Steuerraube, diese Abzocke, die muss ein Ende haben. Nun ist es erfreulich, dass die Hessische Steuerverwaltung bei der Verfolgung der Cum-Ex-Abzocke Steuern in Höhe von 700 Millionen € zurückholen konnte. Okay, aber die Kehrseite benennen Sie nicht. Über 470 Millionen €, die sind noch offen, und die konnten bisher eben nicht eingezogen werden. Dazu war in Ihrem Antrag leider nichts zu lesen. Die Verquickung von Cum-Ex-Abzocke und Politik, die wird ja manchmal auch ganz konkret an Personen deutlich. In Wiesbaden gibt es einen angeklagten Erfinder dieser Betrügereien, und der wird ausgerechnet vom FDP-Mann Wolfgang Kubicki, einst immerhin als Finanzminister von Jamaika gehandelt, vor Gericht vertreten. Okay, das ist ein gutes Recht in einem Rechtsstaat, aber man kann es ja auch einmal politisch kommentieren. Aber noch einmal zu Cum-Ex. Steht nichts in Ihrem Antrag. Da fragen wir uns, warum schreiben Sie denn dieses Thema nicht da rein? Interessant ist auch, was der Finanzminister zum Thema Cum-Cum-Abzocke heute hier erklären wird. Noch im Jahr 2016 wollte der Herr Dr. Schäfer den Banken einen Freibrief für diese Geschäfte ausstellen. Lediglich auf Intervention des damaligen Finanzministers aus Nordrhein-Westfalen ist das unterblieben. Und wenn sich jetzt ausgerechnet die hessische CDU hier und heute hinstellt und erklärt, wie vorbildlich die Arbeit hessischer Steuerbehörden ist, dann ist das doch reichlich absurd. Es war ja der hessische Finanzminister, an dem diese gute Arbeit fast gescheitert wäre. Auch davon steht nichts in Ihrem Antrag. Insofern, meine Damen und Herren, bleibt es Ihr Geheimnis, wie Sie denn in Ihrem Text auf die Idee gekommen sind, der hessischen Landesregierung mit diesem Finanzminister eine Vorreiterrolle bei der Bekämpfung aggressiver Steuergestaltung zuzuschreiben. Jetzt schauen wir uns einmal ein paar Punkte Ihres Antrags an. Nehmen wir Punkt 9. Dort fordern Sie eine Meldepflicht für Steuergestaltungsmodelle. Diese Position teilen wir im Grundsatz. Wenn ich dann allerdings im Interview des Finanzministers im Handelsblatt lese, dass er die Forderung zwar im Grundsatz für richtig, aber für reichlich naiv hält, dann frage ich mich schon, was wollen Sie denn jetzt? Sind Sie dafür, diese Modelle anzeigepflichtig zu machen oder nicht? Oder nehmen wir den Punkt 2 Ihres Antrags hervor. Da sagen Sie, die hessischen Steuerfahnder werten die Panama Papers aus. Dokumente von immerhin über 1.500 Offshore-Firmen seien damit dabei gewesen. Gut so. Aber wenn Sie darüber reden, was ist denn eigentlich mit dem auch in hessischem Landesbesitz befindlichen Tochterunternehmen Fraport und dessen Tochtergesellschaften? Hat nicht das mehrheitlich im öffentlichen Besitz befindliche Unternehmen seine Tochterfirma zur Steuervermeidung auf Malta endlich geschlossen? Also deswegen, wenn es Ihnen so ernst ist mit dem Kampf für Steuergerechtigkeit, dann sorgen Sie endlich dafür, dass Fraport den Briefkasten in Malta dicht macht. Es ist überfällig. Was Sie aber in Ihrem Jubelantrag ganz vergessen, das sind ja die aktuellen Entwicklungen. Denn Panama Papers, Cum-Ex, Cum-Cum, das ist ja alles nicht das Ende der Geschichte. Erst kürzlich wurde bekannt, dass es weitere sogenannte Steuergestaltungsmodelle im Zusammenhang mit der Kapitalertragssteuer gibt, die sogenannten Cum-Fake-Geschäfte. Darüber verlieren Sie aber kein Wort. Auch bei Cum-Fake werden Steuerentlastungen ergaunert. Hierfür werden jedoch nicht die eigentlichen Wertpapiere genutzt, sondern vorläufige Aktienbescheinigungen. Auch dazu findet sich nichts, überhaupt nichts in Ihrem Antrag. Dafür wollen Sie, dass der Landtag Maßnahmen, die Einstellung, nämlich die Einstellung weiterer Betriebsprüfer und Anwärter, Maßnahmen, die sich aus dem Landeshaushalt ergeben, begrüßt. Mit Verlaub, diesen Landeshaushalt, den hat nicht die hessische Landesregierung, sondern eine Mehrheit hier des Hessischen Landtags beschlossen. Das heißt, Sie hätten auch gleich reinschreiben können, die schwarz-grüne Mehrheit des Landtags findet schwarz-grün toll. Das ist nicht besonders überzeugend. Und Frau Arnold, noch einmal zum Mitschreiben. Wenn wir die Arbeit der hessischen Landesregierung kritisieren, dann meinen wir die politische Führung der Landesregierung und nicht die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Steuerverwaltung, die wirklich eine großartige Arbeit leisten. Und hören Sie auf, diese Pappkameraden aufzubauen. Aber immerhin,
Sie kommen den Forderungen der LINKEN nach. Sagen Sie es nicht. Hoffen Sie einmal, dass sich nicht zu weit rumspricht, nicht, dass es zu Hause Ärger gibt an den Stammtischen. Wir haben schon seit Jahren in den Haushaltsberatungen gefordert, dass mehr Menschen in der hessischen Finanzverwaltung eingestellt werden. Aber Sie schaffen auch Probleme. Es gibt jetzt eine Hauruck-Aktion. Sehr viele Menschen werden eingestellt, ohne die Ausbildungskapazitäten nachhaltig auszubauen. Hier müssen Sie noch nacharbeiten, denn es ist absehbar, dass wir mehr Menschen für die hessische Steuerverwaltung in den nächsten Jahren gewinnen müssen. Und mit der Ausbildung ist es doch nicht getan. Es geht auch darum, diesen Menschen attraktive Beschäftigungsverhältnisse zu bieten. Sonst geht es uns am Ende so wie im Fall des sogenannten Vermarkters von Cum-Ex-Geschäften, der sich, wie ich eben sagte, aktuell in Wiesbaden vor Gericht verantworten muss. Der hat nämlich eins für die Steuerverwaltung gearbeitet, bevor er die Seiten gewechselt hat. Also hier müssen wir vorbeugen. Wir brauchen gute Arbeitsbedingungen in der Steuerverwaltung. Und an dieser Stelle auch einen schönen Gruß an die warnstreikenden Kollegen in der Tarifrunde im öffentlichen Dienst. Ein geordneter Übergang in die Tarifgemeinschaft der Länder und ein Nachvollzug dann bei den Beamten, das wäre ja schon einmal eine sehr hilfreiche Maßnahme, meine Damen und Herren. Also, wir reden über Cum-Ex, über Cum-Cum, über Cum-Fake, über Offshore-Leaks, Luxemburg-Leaks, Swiss-Leaks, Panama-Papers, Bahama-Leaks und Paradise-Papers, um mal einige zu nennen. Die Liste von Steuerabzocke und Skandalen ist viel länger, als schwarz-grüne Jubelanträge es je sein könnten. Die Probleme, die damit verbunden sind, die sind von sehr, sehr grundsätzlicher Natur. Lang ist auch die Liste der Reden und Anträge der Regierenden gegen Steuervermeidung und Steuerhinterziehung. Am Ende passiert häufig nichts oder zu wenig, und alles läuft weiter wie bisher. Schätzungsweise über 17 Milliarden € entgehen Deutschland jedes Jahr durch legale Steuertricks von Superreichen und Konzernen. Nehmen wir die illegale Steuerhinterziehung hinzu, verlieren wir in der EU hunderte Milliarden jährlich, viel davon hier in Deutschland. Und gleichzeitig erleben wir eine massive Konzentration von Reichtum. Etwa 8 Personen besitzen so viel wie die Hälfte der Weltbevölkerung. 8 Personen so viel wie 3,6 Milliarden Menschen. Das DIW hat gestern Zahlen zur Vermögensverteilung in Deutschland vorgelegt. Die 45 reichsten Haushalte in Deutschland mit einem Vermögen von 214 Milliarden € besitzen so viel wie die ärmere Hälfte der Bevölkerung. Angesichts dieser miserablen Zustände, ja, da fordert sogar der IWF endlich eine Vermögensteuer von der Bundesregierung, aber von der Landesregierung ist seit Jahren zu dieser wichtigen Frage überhaupt nichts zu hören. Maßnahmen zur Herstellung von Steuergerechtigkeit, die kommen in Ihrem Antrag einfach nicht vor. Und da ist es wohlfeil, wenn die Kollegin Dahlke von den GRÜNEN sich hier hinstellt und in einem Wahlwerbespot die steuerpolitischen Forderungen zur Europawahl präsentiert, aber in Sachen Steuergerechtigkeit dieser Antrag überhaupt nichts beinhaltet. Keine einzelne Maßnahme, um endlich dafür zu sorgen, dass starke Schultern mehr tragen als schwache und dass wir endlich eine gerechtere Besteuerung des gesellschaftlichen Reichtums in unserem Land bekommen. Vielen Dank. Für die Landesregierung erteile ich Herrn Finanzminister Dr. Schäfer das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Gestatten Sie mir zu Beginn eine Bemerkung, die ich ausdrücklich als Abgeordneter dieses Hauses tätige und nicht als Mitglied der Regierung. Nachdem ich eben die erste Rede des Kollegen Vohl gehört habe, bin ich durchaus zufrieden mit einer Personalentscheidung, die der Hessische Landtag in seiner konstituierenden Sitzung getroffen hat. Das ist aber ausdrücklich eine Bemerkung als Abgeordneter des Hessischen Landtags. Zur Sache selbst. Wenn man einmal all die Dinge ein Stück neben rauslegt, die sozusagen der unterschiedlichen weltanschaulichen Positionierung geschuldet sind, glaube ich jedenfalls herauslesen zu können, dass wir gemeinsam froh sind, eine schlagkräftige hessische Steuerverwaltung zu haben, die erfolgreich ist im Kampf gegen Steuerkriminalität, aber gleichzeitig auch leistungsfähig ist in der Bearbeitung ihrer vielfältigen Aufgaben an einem besonders prosperierenden Wirtschaftsstandort in Hessen, mit dem besonderen Schwerpunkt der Finanzdienstleistungsindustrie im Rhein-Main-Gebiet, insbesondere in Frankfurt.
sondern ich glaube, wir haben auch gemeinsam Anlass, stolz auf diese Verwaltung zu sein. Der Umstand, ich habe das in diesem Pult auch schon mehrfach betont, dass das Bundeskriminalamt entschieden hat, die Auswertung dieser komplexen Datenstrukturen von Paradise und Panama Papers gemeinsam mit der hessischen Steuerverwaltung zu tätigen, ist sicherlich ein Vertrauensbeweis in die Leistungsfähigkeit einer herausragend arbeitenden Verwaltung. Damit sich die Opposition mitfreuen will, das hat am Ende mit Führung relativ wenig zu tun, sondern damit, dass eine Verwaltung gut aufgestellt ist, organisiert ist, junge Leute ausgebildet sind, motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter täglich ihrer schwierigen Aufgabe nachgehen. Aber eines, Herr Schalauske, ich weiß, dass es für Opposition schwierig ist, zu sagen, ich will den Minister oder die Regierung treffen, aber ich muss dann Sachverhalte beschreiben, und das da kommen Sie am Ende nicht raus. Weil Sie dabei Sachverhalte beschreiben, müssen aus Ihrer Sicht die am dicken Ende die tägliche Arbeit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Mithaft für Ihre Kritik nehmen. Wenn Sie... Ach, ach, liebe Frau Wissler, das ist ja das schönste Kompliment, was der Herr Weiß meiner Arbeit gemacht hat. Wer glaubt, einen amtierenden Finanzminister darauf kritisieren zu müssen, dass man Rückgriff auf eine 15 Jahre alte Geschichte und die eigene 15 Jahre zurückliegende Berufsbiografie nehmen zu müssen, hat jedenfalls offensichtlich über die 10 Jahre im Amt nicht so fürchterlich viel Kritisches zu sagen. Und deshalb, ich weiß aus vielen Gesprächen mit den Kolleginnen und Kollegen, die dort jeden Tag an der steuerpolitischen und steuerverwaltungsmäßigen Front arbeiten, das trifft sie. Das trifft die Kolleginnen und Kollegen, wenn sie sich hier undifferenziert ans Pult stellen und hessische Steuerverwaltung kritisieren. Und das müssen sie wissen, sich gleichzeitig zu glauben, mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, mit Beamtinnen und Beamten solidarisieren zu können, aber gleichzeitig solche Tiraden hier loszulassen, trifft die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und das lasse ich nicht zu. Lassen Sie mich einen weiteren Punkt, der ja zum rhetorischen Dauerbrenner, zumindest bei Herrn Schalauske, das ist, glaube ich, aus den Manuskripten von Willy van Ooyen copy und paste mäßig unmittelbar übernommen worden, die regelmäßige. Ja, muss ich sagen, das ist ja okay, wenn man auf sozusagen klassischen Manuskripten stehen bleiben kann. Aber beantworten Sie doch. Beantworten Sie doch, wenn Sie das nächste Mal hier ans Pult treten, um über die Vermögensteuer zu sprechen. Mal schlicht die Frage. Die LINKEN regieren jetzt einige Jahre in Thüringen, stellen seit etlichen Jahren den Finanzminister in Brandenburg. Warum haben wir noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland aus diesen beiden Bundesländern eine Bundesratsinitiative mit einem konkreten Gesetzentwurf zu lesen bekommen, um die Vermögensteuer einzuführen, weil Sie genau wissen, dass Sie die Instrumente überhaupt nicht in der Hand haben und Sie sie nur nutzen, um hier Sonntagsreden oder wohlfeile Parlamentsbeiträge zu halten. Und zu nichts anderem brauchen Sie das. Bevor ich die Frage beantworte, ob ich zustimmen würde, würde ich ganz hören Sie doch erst einmal zu, lassen wir hier Ihre Frage beantworten, bevor Sie wieder losreden. Wenn ich den Text lesen könnte, wie der Gesetzentwurf aussehe, würde ich danach gerne eine Beurteilung abgeben. Aber bevor ich den Text nicht kenne, den Sie aufschreiben, tue ich mich unglaublich schwer, ihn zu beurteilen. Und das ist ja am Ende Ihr Problem. Sie brauchen es für die Parlamentsdebatte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, will noch zwei Bemerkungen hinzufügen, auch im Hinblick auf die Diskussion. Eine kaum ausrottbare Chimäre ist der Vortrag, Hessen habe die Frage der Ankäufe oder der Beteiligung von Ankäufen an CDs generell abgelehnt.
Das ist schlicht falsch. Wir haben die Kostenbeteiligung eines CD-Ankauf, den Nordrhein-Westfalen getätigt hat, einmal abgelehnt, aber nicht mit der Begründung, weil wir das Instrument für falsch hielten, weil aus dem konkreten Fall das Land Nordrhein-Westfalen eine Verbandsgeldbuße von 250 Millionen € generiert hat und wir gesagt haben, wenn die bereit sind, wenn wir uns am CD-Datenkostenankauf beteiligen, uns in gleicher Weise an den Verwaltungsgebühren, an den Bußgelderträgen teilhaben zu lassen, dann wäre das gelebte beiderseitige Solidarität gewesen. Aber so weit ging der nordrhein-westfälische Kollege nicht. Er forderte die Solidarität bei der Kostenbeteiligung ein, aber um gleichzeitig die Verbandsgeldbuße im nordrhein-westfälischen Staatssäckel einzustreichen. Und das geht nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Solidarität ist keine Einbahnstraße. Und, Frau Kollegin Schardt-Sauer, Sie können relativ bequem auch der Passage zustimmen, was den CD-Datenankauf anbetrifft. Kollege Jörg-Uwe Hahn und ich haben damals gemeinsam im Bundesrat dafür gesorgt, dass der Tatbestand der Datenhehlerei so verändert worden ist, dass die Tätigkeit von Finanzbeamtinnen und Finanzbeamten in genau diesem Segment straffrei möglich war. Diejenigen Kolleginnen und Kollegen in den Länderfinanzverwaltungen, ich formuliere es jetzt sehr allgemein, die vorher ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diese Ankaufsverhandlungen hineingetrieben haben, die haben sie regelmäßig einem erheblichen strafrechtlichen Risiko ausgesetzt. Erst als auf hessische Initiative hin dieses Rechtsrisiko beseitigt worden ist, hielt ich das auch für verantwortbar. Weil eines kann nicht gehen, dass wir hier wunderbare Diskussionen führen im geschützten, warmen Plenarsaal und sagen, das muss jetzt alles sein. Am Ende ist das ein Steueramtmann der Besoldungsgruppe A11, der das Risiko eingeht, sich am Ende strafbar zu machen und am Ende mit seinem Häuschen, seiner Familie spielt, wenn er sich da am Ende rechtswidrig verhält, weil am Ende der Dienstherr, wenn er sich vorsätzlich rechtswidrig verhalten hat, an der Stelle ihm noch nicht einmal zur Seite stehen kann. Das habe ich immer für ungerecht gehalten, dass diejenigen, die Parlamentsreden dazu halten, geschützt sind, aber diejenigen an der Front sind nicht. Und deshalb haben wir erst die Initiative ergriffen, das Gesetz geändert, und dann sind hessische Beamtinnen und Beamten noch mit einer anderen Offensivität an diese Frage herangegangen, wie wir im Übrigen bei dem Ankauf der Panama Papers uns an den Kosten selbstverständlich unmittelbar auch beteiligt haben. Also insofern, lieber Kollege Weiß, ändern Sie doch bitte einmal Ihr Manuskript. Kollege Schalauske kann das nicht, er hat immer das gleiche Manuskript. Aber Sie sind auch so neu und frisch im Amt. Vielleicht haben Sie ja eine Chance, das einmal beiseite zu legen, ein bisschen an den Fakten zu aktualisieren. Und dann kommen wir in der Debatte auch schon mal einen ordentlichen Schritt weiter. Lassen Sie mich zum Schluss eines sagen. Wir sollten versuchen, gemeinschaftlich jenseits der politischen Farbenlehre und die entsprechenden Diskussionsbeiträge, die wir kennen, das Eintreten für eine funktionierende Steuerverwaltung all der Verwaltungsbereiche, die damit zu tun haben, ohne die Strafverfolger können wir an der Stelle wenig machen, völlig richtig, am Ende gemeinsam den Rücken stärken in einer Arbeit für unser Gemeinwesen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Dr. Schäfer. Auch das war eine Punktlandung, sogar noch 5 Sekunden übrig. Und wir kommen zur Abstimmung. Es wurde Einzelabstimmung des Punktes 10 gewünscht. Deswegen lasse ich zunächst über den Punkt 10 des Antrags Hessen handelt für mehr Steuergerechtigkeit von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN abstimmen. Wer dafür ist, bitte ich ums Handzeichen. Das sind CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Die AfD, die Fraktion DIE LINKE, die SPD und die fraktionslose Abg. Walter und die FDP. Damit ist der Antrag angenommen, die Ziffer 10 angenommen. Jetzt lasse ich über den restlichen Antrag abstimmen. Wer diesem zustimmt, bitte ich ums Handzeichen. Das sind die Fraktionen BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, CDU und FDP. Wer ist dagegen? Die SPD, DIE LINKE, die AfD und die fraktionslose Abg. Walter. Damit ist auch der restliche Antrag angenommen.